Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharmadrama USA. So, als erstes rufe ich jetzt mal den Sandler an, ob man das heute geregelt kriegen mit dem Teil da. Mal gucken. Einen wunderschönen guten Morgen, hier ist der Landhandel Nick Sandler, Sie wünschen? Ja, hier ist der Müller, Müllerhof. Ich bin von der Chaos Farm. Sag mal, ich würde jetzt mit dem LKW runterkommen, das Ding laden. Ja. Wie sieht der denn aus? Ging das heute? Na, selbstverständlich. Ja, wunderhübsch. Wir sind zwar gerade am Heumachen, aber ich mache mich gleich auf den Weg zum Hof. Dann hole ich den Telelader und dann treffen wir ein paar Männlein. Perfekt. Ich muss nur noch kurz mal LKW waschen. Der sieht ja aus, als ob ich im Gummi damit bin, ja? Ja, alles Gute, Müller. Sie haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Wie gesagt, im neuen Haar ist schon mal der Tour vorne. Alles klar. Ich komme mit dem normalen Tieflader für den LKW, das langt ja, ne? Wollt ihr eigentlich lange, oder? Gut. Okidoki. Herr Müller, wenn ja. Sie schon haben, können Sie dann gleich Ihren Deutz abstellen? Wenn der mit drauf passt, würde ich ihn gerne mitnehmen, ja klar. Wir müssen mal gucken, wie groß Ihr Tieflader ist, aber normalerweise passt da eigentlich mit drauf. Also da passen, was habe ich denn drauf, 20 Rundballen oder 40 Rundballen und der Radlader passen drauf. Ja, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Gut, perfekt. Dann müsste ich bloß wissen, was für einen das haben wollen. Wollen Sie einen 7er, wollen Sie einen 8er, welche Reifen? Ein 8er, 8er Breitreifen mit Gewicht. Jo. Okay. Wie es geht, ne? Okay. Dann meine Bestellung gleich, weil dann dürfte eventuell auch kleine relativ zügig kommen. Okay, perfekt. Passt. Kennzeichen? Wenn es geht, Chaos Farm. Sag es doch nicht, fahr mal runter zum. Das haut der auch schon wieder ab. Hallo. Wie gesagt. Ja, ich werde dann runterkommen, ne? Du, alles klar, ich warte okay. Auf den Händler. Alles klar, tschüss. Tschüss. Eieiei. Wie ist eigentlich mit der Lautstärke? Ist das laut, wenn ich rede, oder ist das okay? Von Maschinenton. Ich habe so das Gefühl in manchen Aufnahmen, dass die Fahrzeuge schon sehr laut sind. Okay, okay. Hey Müller, Müller! Ja! Du, mach mal das Ding aus, kurz. So laut. Was los? So, ich weiß ja nicht. Du hast ja gesagt, hier die Sachsen haben hier nach Oma gefahren, das Auto und so, ne? Ja. Ich weiß nicht, hat meine Mutter was mit den Sachsen zu tun? Nee, ich. Was? Schleich mal aus, komm. Guck dir das mal an, die Scheiße hier. Komm. Du weißt, dass ich hier wohne. Ja. Meine Mutter auch da in dem hinteren Haus. Ja. Und warum steht dein Auto hier? Oh je. Was haben die Sachsen mit meiner Mutter zu tun? Keine Ahnung. Ja, die haben den Unfall. Du musst den reparieren fahren lassen. Vorne die Stoßstange ist kaputt. Ja, das weiß ich ja schon. Ja. Aber warum steht das Ding denn hier? Das weiß Verstehe ich nicht. Das. Ich bin doch kein Sachse. Aber deine Mutter sucht noch, also seine Mutter sucht noch einen Sugar Daddy. Vielleicht war dein Vater ja ihr Sugar Daddy. Hä? Moin, Herr Feldmann. Herr Fendmann. Nix los, alles gut. Wo kommst du denn eigentlich jetzt her? Von meiner Mutter aus dem Haus oder was? Der ist aus deinem Kinderzimmer gekrabbelt. Mein Gott, hier ist die Welt verrückt, ey. Ich glaub's ja nicht. Wenn ihr dann mal auf dem Hof rum wärt, wo um 8 Uhr eure Arbeitszeit schon begonnen habt. Ich wollte gerade Post holen und dann losfahren. Gerne. Genau, da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch mal um die Tiere kümmern würdet, aber ordentlich.
Ach, Müller macht keinen Stress heute. Ordentlich. Ich habe schon genug mit dem Veterinäramt. Der Sattler, der Sapfel da, der hat mir schon den Tierschutz auf den Hals geschickt. Also. Darfst du eigentlich fahren heute mit deinem LKW? Natürlich darf ich heute fahren. Ja, also der war ja auch nicht mit uns saufen. Weiß ich nicht. Der 1. Mai ist heute. Siehst in du, Deutschland ist der 1. Mai. Wir sind hier in USA. Hier gibt es ja keinen 1. Mai. Hier gibt es keinen Feiertag. Das ist ein deutscher Feiertag und wir sind Deutsche und ich mache jetzt Feiertag. Ja, so. Wir waren gestern richtig schön tanzen im Mai feiern, du. Boah, ja, sicher. Corona. Dann wird mal Zeit, dass ihr mal auf die Arbeit tanzt, weil hier gibt es keinen 1. Mai. Und kein Tanz auch nicht. Hallo? Wir haben das privat veranstaltet hier. Warum steht denn hier das Fahrzeug hier bei euch auf dem Hof? Das ist doch meiner. Keine Ahnung, wer damit hier war, aber auf dem Fahrzeug. Bist du damit hingefahren, Tobi? Nein, ich bin zu Fuß gelaufen. Dann bringst du das Ding wieder auf den Hof. Aber zack, zack. Ich darf immer noch nicht fahren. Warum? Weil ich noch besoffen bin. Das ist mir doch scheißegal. Ich hab mit Kinski derweil gesoffen gestern. Das ist mir scheißegal. Das ist nicht mein Führerschein. Und außerdem ist doch da ein Elektromobil. Das läuft doch der Krankenfahrstuhl. Den darfst du doch besoffen fahren. Jo. Okay? So, du machst die Karre fertig. Dann sehen wir uns nachher um. Ich muss zum Händler die scheiß Gitterdings vom Kram da abholen. Meine Fresse. Guck mal, der ganze Hof steht schon voll Autos hier. Stehst du im Weg, sehe ich. Ja, ich sehe es. Hupe schon hier. Ist ja gut, ihr Wichser. Ich fahr ja. Mann. Warum sind da ein paar Knöllchen drin? Mann. Wichser, Liebesbriefe. Um Gottes Willen. Die liest auch nicht nur alle heute, sonst kommst du nie an die Arbeit. Sicher. Oh Gott. Man muss auf Fanpost, muss man beantworten. Fanpost. Beileidsbekundung. Oh mein Gott. Das Ding stand gestern schon da und ist sogar noch da. Oh mein Gott. Ich hätte besser umgesattelt und wäre LKW-Fahrer geworden. Mist hier. Nee. Das alles Schöne ist hier, haben eine schöne Werbetafel gemacht für unseren Hof. Wunderhübsch. Qualität aus einem Stall. So, das müssen wir mal abbiegen. Da sind wir ja schon. Servus! Ja, servus! Aschador! Naja, ich hatte wieder einen üblichen Disput, diesmal aber nicht auf dem Hof von meinen Mitarbeitern, sondern die waren noch zu Hause. Ist ja ganz was Neues, ne? Also ich bring dir echt mal Jagdgewehr vorbei und dann gibst den Jungs auch mal ein paar Knackschellen, ne? So ordentliche Backpfeifen, sagst mit freundlichen Grüßen vom Landhandel und gibst den Kleinen mal an, wenn sie fragen, warum. Ja, da kriegen sie noch eine. Wunderhübsch. Schau mal. Und das ist das gute mal. Stück. Jo. Eieiei, das ist doch schick. Jetzt ein 8er Deutz, allerdings hat der 8er Deutz keine Frontladerkonsole. Davon habe ich auch zwei Stück, glaube ich, oder drei. Mit dem Skurblader habe ich sogar. Ich hatte sogar drei. Drei, ja. Ja, dann. Müsste einschlagen. Oh, 287 PS. Breitreifen, Radgewichte, GPS. Ist das die höchste Leistung, die es gibt, ne? Ja. Ja. Perfekt. Und das ist das Gitterteil hier. Okay. Mhm. Jo, das stellen wir einfach vorne drauf. Genau, und dann kommt der Deutz noch mit drauf und dann. Das müsste doch eigentlich vielleicht sogar hier, oder? Oder soll ich den Deutz hier auf das
Plateau und dann hinten drauf das andere. Na, ich hätte fast gesagt, dass wir da das auf das Plateau die Big Mac Max da hinstellen. Okay. Ja, müsste okay. Müsste da eigentlich passen und dann fahren wir den Deutschen drauf und dann. Ja. Dann machen wir das so. Vorsicht, der Müller. Ja. Ich nehme die schon mal weg hier. Schlüssel steckt. Lamm neu. Das ist doch ehrlich. Müller, kann er sie mir einweisen? Die Sicht ist doch so schlecht. Moment, ich komme. So. Oh, ich glaube, der ist zu breit wieder drauf. Kann das sein? Was denn? Wie gesagt, die Sicht ist halt so schlecht. Lass uns mal kurz runter. Ja, jetzt ganz runter. Runter, runter, runter. Herr Gettner, der liegt vorne schon auf. Ist unten. Ja. Echt? War schon ganz unten, also der liegt vorne auf. Bei mir vorne auf der Seite. Moment, ich guck mal, ob ich das festkriege irgendwo. Moment. Kommt jetzt noch raus? Ja, ich kuppel mal ab, Moment. Passt, hä? Ja, aber. Ja. Boah. Top, hä? Der schaut gut aus. Ja, wunderbar. Aber der hat ganz jetzt nach vorne. Gebackelt, ne? Ist das so schwer, das Teil? Die kann so schwer aus. So schwer hat es jetzt gar nicht ausgeschaut, also der hat es problemlos gepackt. Sehr kopflastig wahrscheinlich, ne? Ja, anscheinend. So, dann fahren wir ihn noch ruf. Ganz ungewohnt hier. Aber ein Top-Fahrzeug. Ja, prima. Passt da locker drauf. Passt denn sogar zwei drauf. Ja, ich konnte nicht zu weit vorfahren, damit ich ein bisschen Gewicht noch. Ja, hinten auf die Achse genau. So sieht's gut aus. Ja, das ist ja traumhaft, ist ja das. Perfekt, ne? Da passt ja nur zwei, der Herr Müller. Ja, ne? Also, so vom, der ist schon nicht schlecht, ne? Ja, schon. Also, ich bin da mit Ballen holen gefahren und hab den Teleskoplader direkt mitgenommen, ne? Das ging einmal frei. Und das denke ich mir. Das war top. Ja, dann vielen Dank für die Kooperation und dann schauen wir mal, ne? Ja, ich hoffe doch auf gute Geschäfte mit Ihnen. Ich hoffe, dass die Mitarbeiter auch mitziehen, damit wir auch Geschäfte fertig kriegen, ne? Also. Naja, wie gesagt, der Knackschellen mal links, mal rechts und wenn sie fragen, warum, gleich nur mal links, rechts. Ja. Dann sind die wieder auf Spur und dann drücken die wieder gerade, verstehst du? Das Problem ist, der Gouverneur hier von eurer Ecke hier, der hat meine Green Card abhängig davon gemacht, wie ich mit meinen Mitarbeitern bereit komme. Also das ja, ist ein Witz. Da muss halt einmal Bescheid geben, bis auf den Kinski, den fass ich nicht um, weil der haut nicht mehr zurück. Der ist gefährlich. Ja, dann sag ich ja, der haut zurück. Ja, der haut nicht nur zurück. Also ich bin nicht sicher, ob der nicht überall ein paar Rasierklingen unter den Achseln hat oder so. Ja, manchmal klappt das echt. Ja. Beim Bad mache ich mir überhaupt keine Sorgen nicht, weil so. Der klaut nur die Brieftasche. Wenn er recht frech ist, dann hau ich mal seinen Dealer an, dann verkauft er nämlich nichts mehr. Also der klaut dir nur die Sachen, merkt was ich bei dir nicht. Ja, weißt du, ich bin aber ganz gut mit seinem Dealer-Kumpel befreundet, weißt du? Ah ja, okay, das hilft. Und wenn er echt Scheiße baut, dann geh ich zu dem und dann hat sich das mit dem relativ schnell erledigt, weil dann wird er nichts mehr los. Das ist gut. Wenn er dann bei mir rumbockt, dann sage ich, ich kenne jemanden, der seinen Dealer kennt. Ja. Genau, das hilft. Es zieht eigentlich immer. Das hilft schon mal weiter, ja. Naja, also wenn du seinen Dealer kennst, dann hast du ihn quasi in der Dash. Genau. Perfekt. Ja, beim Hansi ist ja ganz einfach, weil Hansi steckst einfach in den Hühnerstall. Nein, dann ist der befriedigt, dann ist der Feierabend. Also ich denke, der befriedigt sich ja seine Hühner. Wir haben ihn so gelassen. Nein. Ich weiß nicht. Na. Der Hansi macht
der kümmert sich tiptop um seine Hühner, den stellst du als Display hier, dass er seine Hühner mit Musik bespaßen kann und so, was. Das hat sich gestern Abend angehört, als wenn da ein Freudenhaus wäre. Ja, ja, und dann kommt er selber in so ein Flow-Ei, ja, und dann ist der ganze relaxed und ganz entspannt und eigentlich ganz umgänglich. Total easy. Das, wenn du es einmal raus hast, dann weißt du ganz genau, wie der tickt, weißt du? Und die anderen brauchen alle einfach mal ein paar hinter die Löffel. Naja, dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Ja, wenn ihr dann sagst Bescheid, dann zieh mich schwarz an, komm mit dem Basie vorbei und dann klatsch mal wieder mal ein paar. Genau, das wäre gut. Okay. Weil das mal auf die Löffel. Und was sagt keiner, was gespielt wird. Ja, genau. Okay, alles klar, dann mach ich mich los, ne? Vielen Dank schon mal. Bitte. Wir sehen uns dann, ne? Du, alles klar. Euren Standesammler haben wir auch noch, ne? Ja, und unseren Massive Ferguson musst du eigentlich auch noch haben, oder? Oder habt ihr den schon wieder durchgebracht? Das weiß ich nicht, der hat die Ferguson mitgebracht, oder? Ja. Ja. Fragst du einfach mal, kannst du dann durchtelefonieren, ne? Genau. Alles klar. Also, wenn ich denke mal, der hat den mit dem Standesammler mitgeholt, ne? Ja, dann brauchen wir den noch. Ja, keine Ahnung. Das ist eben Ron, ist ein Fachgebiet. Mit Maschine habe ich nichts zu tun. Okay, wir werden sehen, ne? Ja, viel Spaß. Ja, tschüss. So. Die waren gestern in Tanz den 1. Mai. Aha. Jetzt muss ich allein hier oben schaffen, oder? Bud und der Fendmann, die müssten eigentlich gleich bei dir sein. Keine Ahnung. Ich habe noch keinen gesehen hier oben. Bin ich hier am Stein gesammelt und habe den Anhänger mit runtergeholt, damit man direkt reinladen kann, aber... Ich bin mit dem Riesenteil unterwegs und mit dem neuen Deutsch. Ich würde dann, wenn ich soweit wäre, würde ich zu dir kommen, aber... Was für ein Riesenteil? Naja, mit dem scheiß Apfelding da. Haben wir jetzt sogar doch, oder? Ja, brauchen wir ja. Was? Wir müssen unsere Sachen, die werden alle nur noch lose geliefert. Ah, keine Paletten mehr oder so Big Packs nimmer. Genau. Ja, dann ist das so. Genau. Sonst keine Hobbys haben, müssen wir das so machen. Ja, das soll alles wegen Umweltschutz sein. Das in Amerika. Okay. Ja, natürlich, die haben ja auch Umwelt hier. Echt? Oh, ich sehe nichts. Ja. Wenn du jemanden sehen solltest, da schickst du mir einen mit dem Teleskoplader entgegen. Weil ich muss dermaßen aufpassen hier. Das ist alles so schwierig. Ja, ich kann dir keinen entgegenschicken. Na, vielleicht meldet sich jemand bei dir. Ist jetzt noch nicht. Ich sehe schon den Bad hier rumtouren. Ich sehe ihn schon. Komm mal, ich alles klar, Hilfe. Bis später. Ciao. Beziehungsweise, der Nick könnte helfen. Was ist los hier? Weil ich scheiße, ich habe eine Vorführung oder beziehungsweise so einen Staplerkurs. Da habe ich mir gedacht, ich könnte mal eben deinen Stapler oder dein Auto ausleihen, müsste für den Händler. Weil der muss ja sowieso repariert werden. Und jetzt ist mir die Scheiße da gerade umgekippt. Ich fahre es nicht. Oh Nick, mein Gott. Nick, kannst du mal eben mit dem Teleskoplader eben uns helfen, den Stapler wieder aufzurichten? Ja, ich sehe schon. Ich habe wieder hinter Weiber hinterher geguckt, ich geb's ja zu. Ah ja, mal du, ne? Also ich. Du hast so eine heiße Braut zu Hause, die du jeden Tag mindestens dreimal vögeln kannst. Und dann guckst du noch irgendwelchen Weibern hinterher. Also der könnte auch nicht klatscht, dass alles aus ist, dass da die Sonnenbrille bis zum Butto fliegt, Mann. Sandler, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen umlagern. Der ist so schwer, ich komme mal nicht von der Stelle. Das Teil hier. Der Deutsch oder das Ding hier? Das Ding. Ja, weiter in der Mitte. Müller, fahr mal bei mir auf dem Hof auf. Ja, oder stellst du zur Feuerwehr. Komm dann, wenn die Straße wieder frei ist. Okay, probieren wir, ob ich soweit komme. Ja, die Räder drücken sich ganz schön in den Boden. Ja. Guck mal, jetzt laufen Seiten jetzt schneller, wie du fährst. Der tut sich recht schwer damit, ja.
Mann, Alter. Mann, ey. Ihr habt da nicht das zusammengebracht. Der war da hinten drauf, hab vergessen zu gurten und ich hab halt, wie gesagt, hinter den Ball hinterher geschaut, ey. Ist nicht wahr. Ne, ich hol die Gabel. Moment. Das ist doch mein Auto schon wieder. Ja, ihr habt doch gesagt, den muss ich reparieren. Meine Fresse. Hier stehen die Fahrzeuge noch alle im Weg hier. Ich werde ruhig. Ich lade den Deutz ab. Ich fahre. Geht das auch noch nicht? Ich schalte gerade mit unten. Soll ich den gleich mitbringen dann, den Sackabfüller? Du bringst den LKW mit, dem Teil hier mit. Ja. Ich nehme die Deutz jetzt runter, weil der Ferguson wird noch verrückt auf seinem Feld, der steht da alleine da rum. Keine Ahnung, wo die anderen Herrschaften wieder alle sind. Mhm. Vorsicht, Auto hinter dir. Ja, wir hatten den ganzen Verkehr hier auf. Ja, das müssen die ja mal abkönnen. Das ist doch unglaublich hier. Warum fährst du nicht so, Vogel? Der möchte nicht fahren, der hat Angst. Das ist unglaublich. Glaube ich, dazwischen Lampe durch schon, ne? Oder? Weiß nicht, ja, wird knapp, aber geht. Geh mal weg. So, ich fahr zum Hof und du guckst, dass das hier alles in Ordnung ist. Und das Ding kommt schön gerade auf den Hof. Ja, wie gesagt, ich brauche immer noch den für die Schulung, ne? Ja, ja. Ich hab doch den Post geöffnet, da stand das drin. Tja. Gottes Willen, auf Twitter da kein Kurs. Tableau rated 4 Viewers. Die lassen ihn doch nie zu. Oh mein Gott. Müller an Mitarbeiter. Ist jemand da am Funk, der mich hören kann? Jo. So hören kann ich dich, aber... Tableau, danke für den Raid. Den kann man nicht, gell? Wo seid ihr? Wo seid ihr am Arbeiten? Am Hof. Arbeiten? Wir haben 9:55. Ja, das ist doch gar nicht da. Der Rest der Truppe, könnte sich jemand mal bitte um die Tiere kümmern? Wir brauchen dringend bei den Tieren. Wenn er am Hof war, was der das zeigt, ich bin dabei. Weil das Veterinäramt wird uns in der Nähe, in näheren Zukunft mal einen Besuch abstatten. Bin ja schon dabei. Mach gerade Mischration für die Kühe. Sehr schön. Wenn du die Mischration machst, dann nimmst du von dem Futter, was beim Schweinestall liegt, nimm davon etwas mit. Schon dabei beim Aufräumen. Was? Schon dabei beim Aufräumen. Auf was? Aufräumen. Rama? Sau stolz da. Was für Rama? Ich esse Butter. Ah, Butter! Aufrahmen! Ja, dann mach das ordentlich da. Wie gesagt, Veterinäramt ist unterwegs. Hallo? Ja, ich bin nicht. Ja, ich komme. Ich hab jetzt. Wie sieht aus? Ich bin unterwegs. Ja, gib Gummi. Der Bat hat schon wieder die Hauptstraße blockiert. Der hat einen Gabelstapler da umgeschmissen. Ah, jetzt auf den Arm Bat schieben wir. Ja, der ist. Egal. Ich bin unterwegs. Ja, geh zu. Ich komm. Gut, bis gleich. Bis gleich. Ja. Ciao. Chef? Torberg, geht einwandfrei. Jawohl! Oh, der alte Bart hat besser gesagt. Wo soll denn das jetzt hinter das restliche Mischfutter einfach da von den Stall herkippen, oder? Na, das, wenn du Mischfutter anmachst, dann sollst du einen Teil ja, von dem mit reinmachen. Genau. Ja, das Fertige. Live von Kuhstall um, oder? Weil dann auf. Das lässt du in dem Futtermischer. Ja, muss ich mehr machen, das ist unten auf der Raum. Nee, wenn der Bad da ist, da kommt ein. Der bringt ein Gestell mit, da können wir das abfüllen. Ach so, ja, dann kann ich das doch mal herladen. Nee, dann lass der Weil noch im Ding drin. Das wird ja, das ja, schon sehen, wie es gut ist. Oh Gott. Aber der. Jo, bis dann, ciao. Ja, Tellburg, es läuft, ne? Läuft zwar nicht so, wie man sich das so vorstellt, aber es läuft, ne? Aber das ist ja die Geschichte dazu.
Hier ist das Tor noch zu. Hier ist überhaupt keiner auf dem Hof am Arbeiten. Ich bin verrückt. Ja, ich. Das kann alles nicht wahr sein. Ist noch ein Weg. So, Tor auf. Licht an. Man sieht, dass er auch nicht hier ist. Die zwei Angelsachsen, die sind noch, kommen noch dann, wenn sie wollen, oder wie? Hansi an Erde, Hansi kommen! Kein Hansi da. Leute. Hansi an Erde, Hansi kommen! Ja, was ist los? Ach, guten Morgen, Hansi, bist du auch schon wach? Ja, was ist heute? Sonntag? Nein, heute ist. Ihr seid zwar Deutsche, aber wir sind in Amerika. Hier gibt es keinen 1. Mai. Was heißt 1. Mai? Was ist mit dir? Das hat der Bad schon gesagt. Heute wäre Feiertag. Es gibt keinen Feiertag. Das ist so richtig. Sonntag und Feiertag. Nein, das gibt es ja nicht. Was? Es gibt keinen Maibaum bei uns? Nein, in Amerika gibt es keinen Maibaum. Ich stelle meine Händel kriegen einen Maibaum. Verstehst du? Jedes Jahr. Du kannst doch nicht den Händchen... Nee, sicher. Da wird jetzt kein Baum hingestellt. Schau, voriges Jahr haben sie einen Maibaum gekriegt, ja, und das war Spitzenrekord von der Gegend, der war 22 Meter hoch. Und heuer möchte ich es trumpfen. Für die Hühner. Ja klar. Ja. Geht's noch? Ja, Tradition nennt man sowas, du Mundlag. Nee, nichts Tradition. Das ist Blödsinn. Ja, ich muss jetzt in den Wald noch. Ich habe ja voll verschlafen. Ich muss im Wald, ich muss im Baum noch schön heimzahlen. Also, ich habe genug zu tun. Ja, genau. Läuft, ne? Ja, passt. Ja. Dafür bist du auch nicht angestellt, ne? Nur so nebenbei. Wer? Ich du. Bin Vorarbeiter. Ich bin Vorarbeiter. Genau. Vorarbeiter macht was? Was? Ein Vorarbeiter macht was? Ich tue nur mal schauen, vorarbeiten und so. Nein, wie es ist. Der tut die Leute einteilen, die auf der Farm rumtouren. Ja, das ist alles eingeteilt. Schau, die sind alle unterwegs. Ja, die sind gar nicht da, genau, das stimmt. Die sind gar nicht da, siehst du das? Genau, ist keiner da. Das ist ein guter Vorarbeiter. Wenn die Mitarbeiter gar nicht da sind, weißt du schon wissen, was dann. Ja. Verstehst? Dann hat der Vorarbeiter ein Problem, weil er hat seine Leute nicht im Griff. Nein, der hat sie so gut erzogen, der dass braucht sie nicht mal anweisen, weil sie gar nicht kommen und wissen, was sie zu tun haben. Nee. So schaut es nämlich aus. Das ist scheiße. Das ist sicher. Das ist aber scheiße. Nee. Du, ich mach das seit Jahren, du. Ja, ich sitz als Chef hier auf dem Traktor und tu Steine aufheben, weil der Rest nicht da ist. Das ist, weil du dich nicht bei mir gemeldet hast und du hast halt die Arschkarten zum. Yes, scheiße ist das. Du musst, wenn du heute nicht Traktor fahren willst, dann musst du einen Urlaubstag nehmen. Ganz einfach ist das. Bei wem soll ich den Urlaubstag nehmen? Ja, bei mir eintragen, ich muss ja das managen. Ich kann doch nicht bei dir, sein. Ich bin dein Chef, wie soll ich denn bei dir Urlaubstage eintragen? Warum geht's noch? Ja, aber du musst auch was arbeiten. Das ist immer ein niedriger Lohn und du willst das Ganze eher. Das ist ja unfair. Richtig. Ja, wurscht, ich hab keine Zeit. Komm, time is money. Es ist 10 Uhr, ich muss noch in den Wald. Ja, mach deine Waldarbeit. Da guckst du, dass die Scheiße anlaufen kannst. Genau. Und wenn irgendwas ist, schick die Leute einfach weg, die tun eh irgendwas. Ja, genau. Nix. Irgendwas werden sie schon tun. Ja, und wenn nichts ist. Ja, auch wenn es nichts ist, genau. Und dann ist es wenigstens nicht weh. Ja. Da können Sie sich nicht verletzen, das stimmt ja. Perfekt. Habe die Ehre. Ja, alles gut. Aber gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei oder schreibt eine Nachricht unter die Videos, dann bekommt ihr auch eine Nachricht. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Tschüss.